Hi, Stefan hier. Heute habe ich einen unserer Kunden im Interview, und zwar den Alex. Grüß dich, Alex. Hi Stefan, grüß dich. Wie geht's dir, mein Meister? Ja, zufrieden. Schon wieder ein bisschen erholt von den Strapazen. Alles cool. Sehr gut. Ja, der Alex hat bei uns einen Teil seiner Industriemeisterausbildung gemacht, und Alex hat hier so einen schönen schwarzen Gürtel. Zeig mal deinen. Sehr cool. Jawohl. Ja, freut mich, dass du dich bereit erklärt hast, heute so ein Testimonial-Interview hier mit uns zu führen. Ja, gerne. Erzähl doch mal für die Zuschauer so ein bisschen, wer bist denn du eigentlich, was machst du so? Ja, stell dich mal vor. Ja, mein Name ist Alex. Ich komme aus dem Raum Dortmund, bin mittlerweile 30 Jahre alt, bin verheiratet und ja, ich habe im Jahre 2019 die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik abgeschlossen. Ich arbeite in einem, ja, stahlverarbeitenden Unternehmen. Ja, wir sind da eigentlich recht, machen das Ähnliche, wie ihr bei ThyssenKrupp macht oder da, wo du gearbeitet hast oder gearbeitest bei ThyssenKrupp, Kaltwalzen, also kaltgewalztes Band, Stahlband. Und ja, ich bin da in der elektrischen Instandhaltung tätig, war dort bisher immer Instandhalter und ja, da hat sich jetzt natürlich auch schon ein bisschen was getan bei mir. Sehr cool. Alex, du hast ja Industriemeister Elektrotechnik gemacht, richtig? Richtig, ja, genau. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Warum wolltest du eigentlich Industriemeister werden? Was war so deine Grundidee, dein Wunsch? Warum wolltest du Meister werden? Also bei mir hat das den Hintergrund gehabt, nach der Ausbildung, als man als Geselle gearbeitet hat, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, das kann es noch nicht gewesen sein. Das soll es jetzt sein für die nächsten 35, 40 Jahre. Da dachte ich mir, da kann man doch bestimmt noch ein bisschen was machen. Ja, und dann war halt die Entscheidung zu treffen, möchte man jetzt den staatlich geprüften Techniker machen oder den Industriemeister. Und für mich war klar, das Berufsbild des Industriemeisters passt mehr in mein Anforderungsprofil und auch mehr zu meinen Stärken. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Genau. Ja, beim Industriemeister geht es auch ein bisschen mehr um Führung, ne? Bei so einem Genau. Techniker, also weniger Führung. Richtig. Arbeitest du eigentlich in Schichten? Hast du den Meister während Schichtarbeit gemacht? Ja, wir haben jetzt kein klassisches Dreischichtsystem oder Kontischichtsystem. Bei uns ist es so, wir sind 10 Instandhalter. Elektrische Instandhalter bei uns und ja, man hat dann halt alle 10 Wochen einmal Spätschicht und einmal Nachtschicht hintereinander. Trotz dessen ist das halt, wenn man ja so eine Teilzeit-Weiterbildung macht, ist es trotzdem belastend. Und ja, aber ich sag mal so, aufgrund dessen, wie das bei euch jetzt auch, ich habe ja bei euch die HQ gemacht, aufgrund dessen, wie das bei euch halt auch so aufgebaut ist, war das halt kein Problem. Ich habe dann halt auch die Zeit auf der Arbeit genutzt, wenn mal ein bisschen Freiraum war, mir die Sachen rauszusuchen und ja, mich ans Werk zu machen. Genau. Hattest du, bevor du der Meister, also wir sprechen nachher drüber, wann du, warum du zu uns gewechselt bist, aber hattest du, bevor du den Meister angefangen hast, hattest du irgendwelche Ängste, Sorgen, Nöte wegen der Schule? Ja, vor allen Dingen die ganze Mathematikgeschichte. Ne, da weiß man ja eigentlich vorher, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dass das halt auch ein wesentlicher Bestandteil ist dieser Weiterbildung, ne, dass man da fit sein muss, Formeln umstellen und so weiter. Und ja, das war halt meine Befürchtung. Und eine andere Befürchtung war auch, dass ja, das ist dann halt Erwachsenenschule, ne, da ist man nicht mehr in der Berufsschule und wird praktisch an die Hand genommen oder wie früher in der normalen Schule, sage ich mal, sondern es ist wirklich Erwachsenenunterricht und da ist keiner, da steht keiner hinter dir, der sagt, du musst, du musst, du musst. Du musst es selber wollen. Und das ist halt der springende Punkt. Und ja, dessen muss man sich halt einfach bewusst sein, ne? Definitiv. Aber du wolltest ja, du bist ja erfolgreich durchgekommen. Und du Genau. hast es eben schon mal so kurz angekündigt, du warst ja vorher bei einem anderen Bildungsträger, welcher ist ja egal. Du warst Genau. vorher woanders, bist dann zu uns gewechselt. Was war der Grund, warum hast du dir Hilfe bei der Bildungsfabrik gesucht? Ja, es war folgendermaßen, ich war bei einem anderen Bildungsträger, habe dort die BQ gemacht und
Ja, die BQ zu bestehen aufgrund dessen, was mir der vorherige Bildungsträger ja, geboten hat, war schon relativ schwierig. Ich musste mir damit Videos auf YouTube, Lernvideos von bestimmten YouTubern behelfen, habe mich dann da so durch die BQ geschlagen, habe es auch im ersten Versuch tatsächlich geschafft. Sehr gut. Und naja, der Unterricht für die HQ war dann bei dem anderen Bildungsträger. Der Unterricht ist ständig ausgefallen, der Unterricht ist noch schlechter geworden und so. Ja, die Klasse war viel zu groß. Wir waren fast, ja, wir waren sogar über 40 Leute. Und wenn man da halt auch nicht so extrovertiert ist, sage ich mal, dann geht man da halt auch unter, ganz schnell. Ja, und da war dann für mich ganz schnell klar, ich muss irgendwie gucken, dass ich noch mal irgendwie Nachhilfe kriege oder so. Dann habe ich mich erkundigt, habe Industriemeister-Nachhilfe gegoogelt und bin letztendlich dann auf euren YouTube-Account gekommen. Habe mir da auch ein paar Videos angeguckt. Ich fand es sehr interessant. Da ging es natürlich primär noch um die BQ-Themen, aber ich dachte mir, es schadet ja mal nicht zu fragen, ob da nicht auch die Möglichkeit besteht, für die HQ Elektro Nachhilfe zu bekommen. Ja, und dann habe ich euch kontaktiert und dann kam es zum ersten Gespräch und dann kam die freudige Mitteilung, dass ihr mir helfen könnt. Hast du Genau. eigentlich T1 oder T2 geschrieben? Ich habe T1 geschrieben. T1, ja. Sehr gut. Ja, sehr cool. Was waren so für dich, was sind so die krassesten Schwarz-Weiß-Effekte zwischen Bildungsfabrik und der Schule vorher? Also was ist so der größte Unterschied aus deiner Sicht? Du hast ja beides miterlebt. Ja, da kann ich auch, sage ich mal, auf das erste Gespräch zwischen euch und mir zurückgreifen, sag ich mal. Ich hatte euch gesagt, dass mir am allerwichtigsten ist, ich brauche einen roten Faden. Ja, ich muss schon, auch aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, das ist Erwachsenenunterricht, ja, aber ich brauche irgendwie so einen roten Faden. Ja, ich muss irgendwie da so ein Konzept sehen und muss mich daran langhangeln können. Dann kann ich das auch aus eigener Kraft schaffen. Ja, und das war mir halt ganz wichtig und das ist bei euch auf jeden Fall auch so gewesen. Das ganze Konzept, wie es aufgebaut ist, auch mit dem WhatsApp-Support, den ich auch ein paar Mal in Anspruch genommen habe. Und ja, also alles tipptopp. Genauso habe ich es mir vorgestellt und wurde auch nicht enttäuscht. Sehr cool. Was hat dir am besten gefallen? Was war so, wo du sagst, das war so richtig cool? Eure Trainer. Also der Kai und der Yves für den Elektroteil, ne? Also wirklich, die beiden sind echt eine Wucht. Und sind ein richtiges Brett. Und der Grischer auch für den BWL-Teil, also betriebliches Kostenwesen, ne, Plankostenrechnung und so weiter. Also der Grischer ist auch eine Maschine, kann man einfach so sagen. Und ja, also die Trainer, mit denen ich hatte ja mit den drei Trainern jetzt in der HQ zu tun, die haben mich halt einfach so überrascht, weil ich halt ein anderes Niveau gewohnt war vom anderen Bildungsträger und das motiviert dann halt auch noch mal unheimlich, ne? Wenn du solche Trainer hast, die dich halt auch mitziehen und die denen halt auch keine Frage zu viel ist, ne? Und die sich halt auch noch, das muss man wirklich dazu sagen, über die reguläre Unterrichtszeit hinaus Zeit nehmen für die Leute, das ist schon echt beachtlich und ja, kann man nur hervorheben. Ja, das stimmt. Also das ist so ein bisschen was Besonderes bei uns. Wir setzen zum einen fast nur Industriemeister ein. Also der Yves und der Kai, kann man ja auch so sagen, das sind zwei Exoten, die haben Elektrotechniker, aber die sind noch keine 120 Jahre alt. Das heißt, die haben ja wirklich Berufserfahrung, arbeiten jetzt gerade live in einem großen Konzern und ja, die haben absolute Berufspraxis. Und die haben alle Bock drauf, ne? Das heißt, unsere Trainer sind da anders als bei anderen Schulen, die haben richtig Bock und machen das mit Herzblut und Leidenschaft. Ja. Und da achten Sepp und ich auch sehr drauf, dass wir solche Leute da einstellen, ne? Dass wir sagen, hey, hast du nicht Bock bei uns, freiberuflich als Trainer mitzuwirken und dann natürlich dann mit Herzblut, ne? Da fahren die voll drauf ab. Und wenn die sowas hören, was du gerade gesagt hast, das läuft ihnen auch runter wie Öl, ne? Es tut halt gut, wenn man sowas von Menschen hört. Ja, natürlich. Ich habe ja auch auf der Absolventenfeier, die übrigens auch sehr cool war, cool organisiert und aufgezogen, habe ich ja auch viel mit dem Kai gesprochen, und hinterher auch mit dem Grischer und also wirklich, trotz dessen, dass man praktisch den Unterricht live online gemacht hat, da verstellt sich keiner, ja. Die Jungs sind wirklich so. Und es ist halt einfach auch schön, dass man die dann jetzt nochmal letztendlich hinterher persönlich kennenlernen konnte. Und die sind halt auch einfach menschlich tolle Leute und die braucht man halt auch.
Genau. Wenn dich jetzt einer ansprechen würde auf die Bildungsfabrik, würdest du uns weiterempfehlen und wenn ja, warum? Definitiv würde ich euch weiterempfehlen, weil, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, das ganze Konzept von vorne bis hinten, die ganzen Eckpfeiler, die ihr halt so aufgezogen habt, man hat halt so, sage ich mal, ein Rundum-Sorglos-Paket als Kunde, als Schüler, als angehender Industriemeister. Und man weiß halt auch, und man geht bei euch nicht unter. Ja, ihr merkt ja halt auch, wenn es irgendwo brennt oder wenn ihr merkt, der braucht vielleicht noch mal irgendwie mehr Input oder so, dann geht ihr auch in persönliche Gespräche rein und so weiter. Und man kriegt dann halt auch das Gefühl, man ist nicht nur eine Nummer, sondern euch liegt es wirklich am Herzen, dass die Leute das auch schaffen. Ja, das ist auch euer Bestreben und euer Ziel, und das merkt man halt einfach. Und ja. Sehr cool. Das wird das Trainerteam freuen, das nochmal von einem Kunden zu hören. Alex hat riesen Spaß mit dir gemacht. Das war echt cool, eine coole Zeit mit dir. Und ja, jetzt hast du ja deinen Meisterbrief und den schwarzen Gürtel. Sehr geil. Na, Da ist da ist er. er. Genau. Wir wünschen dir von Herzen viel Erfolg weiter im Berufsleben. Ich hoffe Danke. doch, dass sich unsere Wege nochmal kreuzen. An dieser Stelle möchte ich erstmal sagen, vielen Dank für dein Interview, vielen Dank für deine Zeit Gern und geschehen. bis bald. Mach's gut, Stefan. Ciao. Möchtest du auch Industriemeister werden oder du brauchst Nachhilfe in HQ Elektrotechnik oder Metall oder in der BQ, melde dich bei uns über unser Kontaktformular. Vielleicht sehen wir uns bald im Unterricht.